muss die Jägerübertragung überprüfen, die Genki erwähnte. Heute ging mir beim Aufwachen nur eine Frage durch den Kopf. Was war letzte Nacht bei der NNEG-Stiftung los? Eben noch ging es um Philanthropie und den Einsatz von Produktionsmitteln für gute Zwecke. Und jetzt blicken wir auf ein Schlachtfeld. Und ja, natürlich stecken diese Jäger dahinter. Die sind hier eindeutig die Bösen. Aber ihr habt auch die Aufnahmen von Spider-Man gesehen, oder? Wie sich dieser neue schwarze Anzug bewegt. Wie bösartig er ist. Nennt mich eine Spielverderberin, aber irgendwas stimmt da nicht. In Zeiten wie diesen darf man die kleinen Dinge nicht vernachlässigen. 2 Liter Wasser, jeden Tag. Bis bald, Leute. Recht. Der Friend hat ein Signal von dem Satelliten empfangen. Womit haben wir es hier zu tun? Keine Jagd, auf die man stolz sein kann. Beschmutzt, mein Vermächtnis. Eine Blamage. Aber nichtsdestotrotz tödlich. Findet sie. Tötet sie. Craven. Wie viele Leute stehen noch auf seiner Liste? Eine Drohne. Sie nutzt das Satellitennetz, um seine Ziele zu verfolgen. So leicht kommst du nicht davon. Ich empfange eine Art Datenstrom von der Drohne. Wenn ich lang genug im Windschatten bleibe, kann mein Anzug die Daten abrufen und mich direkt zu Lee führen. Die Dinge haben Bomben? Das war wirklich knapp! Zu legen. Jetzt müsste ich die Daten haben. Okay, Craven. Wo hältst du Lee versteckt? Was? Alle Ziele wurden in einer Datei kompiliert? Die Drohne hatte nichts über Lee. Aber die Leute brauchen trotzdem meine Hilfe. Sonst stopft Craven sie irgendwann aus. Wenn es noch mehr Vögel gibt, kann ich sie entschlüsseln und die Identität der Ziele feststellen, bevor es zu spät ist. Ich sollte die Daten auf die Spidey-Server laden. Pete wird sie sehen wollen. Harry? Hey, ist Pete auch da? Hey. Nein, hör zu. Ich hab dich in den Nachrichten dem Robotervogel hinterherjagen sehen. Brauchst du technische Unterstützung? Bei der App oder sowas? Ich habe eigentlich schon einen Freund, der das macht. Okay. Tut mir leid.
Ich fühle mich nur so nutzlos. Meine Mom sagte immer, wenn die Gelegenheit nicht anklopft, baue ich eine Tür. Trotzdem sie tot ist, frage ich sie um Rat. Ist das seltsam? Nein, mir geht's manchmal genauso mit meinem Dad. Schön zu wissen, dass ich nicht allein bin. Danke und viel Glück da draußen. Ebenso, Mann. Vielleicht bräuchte ich jetzt auch einen Rat. Siehst du aus? Hey, Dad. Ich könnte gerade deine Hilfe gebrauchen. Ich versuche alles, um Lee zu finden. Aber ich komme nicht voran. Ich weiß, du würdest sagen, ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Tue ich auch nicht. Aber ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht sollte ich einfach alles andere ignorieren und nur noch versuchen, Lee zu finden. Nein. Wenn Leute Hilfe brauchen, dann helfe ich. Und ich finde Lee. Zu beschäftigt ist. Ich bin Spider-Man. Ich krieg das alleine hin. Wünsch mir Glück, ja. Danke, Dad. Hab dich lieb. Okay. Wer braucht Hilfe? Wie geht's?